Dann, nach dieser Nacht, in der wir im Schnee gestanden sind, ging es los. Wurden wir hineingefügt in eine Kolonne, dessen Ende und Anfang man nicht sehen konnte. Zu essen, was hatten wir gegessen? Schnee. Was haben wir gegessen, was haben wir getrunken, aber wir hatten keine Zeit, uns zu bücken und den Schnee heraufzuholen zu uns. Denn die Kolonne ging weiter und wir konnten uns kaum mithalten. Und wer zurückblieb, der wurde erschossen vor unseren Augen. Ich kann mich erinnern an einen Mann, der in einem Graben saß und noch nicht tot war. Es war so wie eine Puppe, die den Kopf noch bewegte. Und der SS-Mann neben mir schoss ihm den Schädel entzwei. Nach so etwas ging man weiter, weil man Angst hatte, weil die Angst so groß war, dass man weitergehen musste. Und es waren viele Leute, die neben uns erschossen wurden, die zurückgeblieben sind. Zu Trauer gab es keine Zeit. Ein jeder ging aus Entsetzen weiter.